Sonst noch Fragen? Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Nice! Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt. Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Bandenschleicher. Schleicher lauern im Hinterhalt und versuchen beim Angriff unsichtbar zu bleiben. Man kann sie bekämpfen, indem man ihren Angriff pariert oder Knallkörper benutzt, um sie rauszulocken. Außerdem weist einen der Kompass bei der Benutzung von Adlerauge auf den nächsten Schleicher der Anführer hin. Ein Schleicher ist in der Nähe. Benutzen Sie Adlerauge, um herausfindig zu machen, wenn ein Schleicher Sie zuerst entdeckt und greift er an. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreisen wollt. Okay. So, mein Freund. Schnauzer. Okay. Es könnte einer von den beiden da hinten sein. Geht auf Bürger los, okay. Was war das denn jetzt schon wieder? Okay, machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise. Geil. Andere hier schön im Gras versteckt. Andere ins Wasser gepfeffert, Alter. Er meint wohl einen alteingedienten Assassinen verarschen zu können. So war das jetzt nicht ganz geplant.
Anscheinend ist er jetzt tot oder sie oder was auch immer es war. So, wo ist denn der letzte? Was ist denn das da hinten? Sie haben jetzt $400, was auch immer, auf der Bank. Okay, wir wissen, wo er ist. Also heißt das, wir werden uns auf ihn draufstürzen im Endeffekt. Verteidige das. Zehn Luftattentate. Gucken, was die so dabei haben. Naja. So wie es aussieht, haben wir einen an Bord. Hoppala. Pfeifen geht nicht. Machen wir es halt so. Okay, wir kommen jetzt am schnellsten da hoch. Ich glaube hiermit. Hui! Logik! Yeah! Huch, kommt mir gerade die Grafik nur so ein bisschen komisch vor? Ist sie gerade wirklich ein bisschen merkwürdig? Erst das Assassinenzeichen abgesetzt. Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Geilo. Ich mag Typen mit Cowboyhüten. Die sind irgendwie Cowboygeier. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Dann werden wir auch da rein. Okay, das haben wir nicht durchschossen, aber die drei Pulverfässer haben wir zumindest gemacht. Richtig. Bumm. Wo sind wir? Wo sollen wir hin? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Wir haben 4420 haben wir insgesamt. So einiges, deine Visage. Verkaufen, Fracht verkaufen. Im Endeffekt können wir eh nur noch Tabak verkaufen. Alles andere brauchen wir, was total bescheuert ist.
Jagdbeute haben wir so gut wie gar nichts. Kaufen. Morgen verbessern müssen wir natürlich mal. Wir haben ja gar nichts, Alter. Ja, weil ich bei Black Flag schon so viel gemacht habe, deswegen habe ich so keinen Bock mehr, das großartig zu machen. Sind doch alle aufgerüstet. Ja, vielleicht auch immer, was auch immer. Nein. Ja. Hau kurz in der Lage ausbauen. Ach du Scheiße. Unentdeckter Ort, unentdeckter Ort, unentdeckter Ort, unentdeckter Ort. Aber ich will die Geschichte voranbringen. In der nächsten Aufnahmesession werden wir uns um Kleinigkeiten kümmern. Dies, das, jenes, alles Mögliche. Kicken wir mal. Captain am Ruder! River Valley, bitte. Nun ist die Morrigan wieder in meinem Besitz. Hier haben wir wieder diese eiserne Figur. Mit Stein und anderem Rohstoff. Welche anderen Rohstoffe denn? Metall, Holzstoff und Stein. Welche anderen Rohstoffe? Der Colonel wartet in Albany. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen. Nicht mich in die Armee holen. Bald gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, gute Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Richtig. Volle Segel setzen, Männer! Lässt sich ziemlich leicht beeindrucken, Shay. Das ist. Kann auch deinen Tod bedeuten. Aber ich sehe hier in der Nähe eine Lagerhalle, die mich dann doch ein bisschen interessiert. Wo haben wir sie denn? Pff. Renovierung 3% interessiert mich auch weitgehend gar nicht. Das ist ein leichtes Gebiet, also werden wir uns auch mal dahin begeben. So einem Lagerhäuschen kann ich dann doch nicht widerstehen. Sind es ja direkt um der Ecke hier, also können wir ruhig mal kurz einen Abstecher machen. 6 Tabak, ich bin reich. Andocken. So. Einfach direkt rein, dann kein großes... Aua!
Das war knapp. Bam, 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 bam. Bam, 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 da, bam.